Grüßt euch, da ist der Remi wieder. Heute will ich wieder was basteln. Und zwar möchte ich mir einen XL-Hobo-Kocher selber bauen. Und wenn euch das interessiert, wie ich das mache, dann bleibt dabei. Da würde mich freuen. Bis gleich. So, ich habe mir jetzt da aus einem Stück alten Karton Schablonen ausgeschnitten. Und zwar bin ich hergegangen und habe mir als erstes mal da auf dem Internet mit das rauskopiert, wie mein Hobo-Kocher ausschauen soll. Und da sieht man jetzt das Vorderteil. Ich habe das also jetzt in die Maße gemacht, wie es ich haben möchte. Wenn ich jetzt da mal schaue. Mein Hobo wird also eine Breite haben von 14,5 und das ist ein Seitenteil, er wird 19,5. Also wenn ich das jetzt da, genau, da könnt ihr euch das so vorstellen und das wird dann eine, na, das ist Bodenplatte, die wird dann da bei den Löchern wird das dann reingesteckt. So schaut das dann aus, wenn man das zusammenstecken würde. Das ist dann so und das wäre dann die Deckelplatte. Genau, so könnt ihr euch das vorstellen. Und natürlich brauche ich dann nur vom Vorderteil und vom Seitenteil jeweils nur eine Schablone, weil ja auf der anderen Seite gegenüber das gleich ist. Bloß bei der Rückseite brauche ich halt die Öffnung da nicht ausnehmen. So, das sind diese Schablonen. So, ich habe jetzt da mein Edelstahlblech. Das ist relativ dünn. Je dünner, desto leichter wird der Hobo-Kocher, ist ja ganz klar. Und jetzt lege ich da meine Schablone drauf. Ja. Und dann zeichne ich mir das an. Ich hätte es probiert mit einer Reißnadel anzuzeichnen, aber ich sehe das dann nicht. Das würde vielleicht gehen bei einem Metall, das wo dunkel ist, dann sieht man die Einritzungen, aber bei dem, ich habe es probiert, kann ich dann leider nichts erkennen. Darum nehme ich da so einen wasserfesten und zeichne mir das rundherum an. Da oben noch. So, schauen wir mal. Genau, und das muss ich jetzt ausarbeiten. So, das Blech werde ich jetzt einmal grob ausschneiden mit meiner Blechschneidemaschine. Das ist das Teil, die habe ich mal von einem YouTuber, der wo auch basteln tut und der hat das Teil noch übrig gehabt und der hat mir die geschenkt. Und ich kann da also Stahlblech in bis 3 mm Stärke schneiden und da bei der Lochung kann ich auch Baustahl oder Rohre ebenfalls abzwicken und das Teil ist genial. So, jetzt tue ich meine Platte da rein, wo ich es haben möchte und dann ziehe ich an dem Hebel
und ohne große Anstrengung schneidet das mir das Blech wie Butter. Ja, und da auf der anderen Seite das gleiche. Fangen wir von der Seite noch. Dann schneiden wir mal den Überstand da raus. Ja. Und schon habe ich das da sauber ausgeschnitten. So, im nächsten Schritt spanne ich mir das ein. Mit einer Schraubzwinge mache ich das fest. Und dann aber die Ecken, das was ich da angezeichnet habe, mit der Flex aus. Dazu Kopfhörer und Schutzbrille. Und dann geht's los. So schaut jetzt meine fertige Platten aus. Jetzt muss ich halt da überall sauber mit der Feile da entgraten. Das mache ich jetzt erst einmal grob mit der Schrubbscheibe und das Rest dann mit der Feile. So, jetzt schleife ich den Grat mit der Schrubbscheibe ab.
Ja, den Rest dann, Feinarbeit, mache ich dann mit Eisenfeile. So, nachdem ich jetzt da überall den Grat weg habe, habe ich da so Schleifpads, das ist eine 1200er Körnung. Und da kann ich jetzt die Platten richtig schön aufpolieren, dass die ganzen Arbeitsspuren und Kratzer und Dreck und dass das schön glänzend wird und auch richtig schön von der Oberfläche her richtig glatt wird. Und auf der Rückseite natürlich das gleiche. Ja, schaut richtig toll aus. Gerade, dass man sich nicht drin spiegeln kann. So, diese Überstände tue ich mir jetzt bis zur Hälfte anzeichnen. Und auf der drüberen Seite mache ich genau das gleiche. Weil, das muss ich jetzt mit der Flex einschneiden und da dann wird die Seitenteil dann eingehängt. Dazu tue ich mir das wieder festzwingen. Genau. Schutzbrille und Gehörschutz und Handschuhe. Und dann geht's los. Ja.
So, dann spanne ich das Ganze wieder in den Schraubstock ein. Da habe ich jetzt eine ganz dünne Feile und mit der kann ich jetzt da sauber das ein bisschen entgraten. Und das muss ich jetzt bei alle vier Seiten machen. So, ich habe jetzt da die Rückwand und das ist ein Seitenteil. Genau, so wird das dann ineinander gesteckt und dann hebt es. So, ich habe jetzt die Bodenplatte und die Seitenwände und die vordere Hobo-Wand soweit fertig. Und jetzt am Schluss dann kommt dann dieses Rückwand noch rein. Immer ein bisschen Gefummel. Schaut es gleich gut aus. Dann noch ein bisschen. Ja. Ja, den, wenn man zwei, dreimal auseinandergebaut hat, dann geht es schon leichter. So. So schaut jetzt das Teil da aus. So, ich habe mir da dann auch eine Bodenplatte gemacht, einfach so Winkel hergeschnitten und dann mit Schrauben zusammengemacht und ein Einlegeblech rein und die kann ich jetzt umklappen und dann kann ich die schön abstellen und das ist von einem alten Bilderrahmen, den werde ich da noch reinkleben. Dann habe ich da nämlich ein bisschen einen höheren Rand und dann kann ich da schön meinen Hobo reintun und habe, wenn ich quasi im Wald dann bin, die Glut, die fällt mir dann unten nicht durch, sondern wird dann quasi in meiner Bodenplatte aufgefangen. Kriegt aber trotzdem durch die Schlitze und da mache ich dann noch Bohrungen rein und auf der Rückseite das gleiche, damit dann das Feuer genügend Sauerstoff kriegt. So, auf den Ofen habe ich jetzt ein bisschen ein stärkeres Lochblech und das zeichne ich mir jetzt einmal an, wo ich da überall mit der Flex ausarbeiten muss. Da drüben das gleiche. So. Da sind wir jetzt da und da und ich lasse das ein bisschen überstehen. Ja, dann werde ich da und da dann abzwicken.
Und mit der, wenn ich die Lochplatten quasi hernehme, dann kann ich da auch grillen auf dem Hobo. So, zum Abzwicken spanne ich mir wieder meine Schneidemaschine ein. So, und ihr seht es, das ist jetzt schon etwas dicker und das braucht man also nicht mit der Flex machen, weil das packt die Maschine noch, die Schneidemaschine. Klack, klack, klack. Dann schieben wir ein bisschen nachher. Oder nehmen wir die andere Seite her. Genau. Klack, klack, klack. Zack. Und sauber, sauber abgeschnitten. Perfekt. So. Dann werde ich da meine Markierungen mit der Flex ausarbeiten. Schutzbrille und Gehörschutz. So, jetzt schauen wir, ob wir richtig gearbeitet haben. Dann kriegen wir unsere Platten ein. Sehr gut. Passt. Kann ich jetzt super drauf grillen. Super. Gefällt mir. So, ich habe mir da jetzt aufgezeichnet, wie ich das ausschneiden möchte. Und zwar wird das noch ein Topfkreuz für meinen Hobokocher. Ja, dann zwickt man das da wieder ab. Gut, der Bau. Ja, jetzt müssen wir da einschneiden. Setzen wir wieder Brille und Gehörschutz auf und dann geht's los. In der Mitte auch. Das mache ich jetzt beim anderen auch. So, mein Topfkreuz ist fertig. Kann ich jetzt einmal in der Version kochen, wenn ich eine Pfanne draufstellen möchte. Und wenn ich
grillen möchte, dann tue ich mir den Aufsatz drauf. Perfekt. So. Jetzt zeichne ich mir an, wo ich noch die Lüftungslöcher bohren möchte. Also, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal. Genau. Das machen wir beim anderen genauso. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Dann haben wir jetzt da die Löcher. Ja, da tue ich jetzt jeweils Körnen. So, wir werden jetzt dann bohren. Und zwar habe ich mir da vor kurzem einen Bohrständer aus dem alten Katzenbaum gemacht. Da oben ist die Bohrmaschine eingespannt. Genau. Und da ist der Hebel zum Bohren. Da sind die Rückholfedern von einer alten Klappcouch ausgebaut. Kostet halt mit der Bohrständer 0 Euro, weil das alles Flohmarkt- und Sperrmüllmaterial gewesen wäre. So, tun wir da unsere gebohrten Löcher in Graden. Jawohl. So, da haben wir jetzt unsere Löcher gebohrt. So, das war jetzt der praktische Teil des Bauen von dem Hobokocher. Und ausprobieren und was Leckeres drauf kochen werde ich in einem von meinen nächsten Videos. Bin echt gespannt, wie der funktioniert. Lasst euch überraschen. So Freunde, so schaut jetzt der Hobo aus, wenn ich zusammengeklickt habe. Zusammengelegt hat er. 24 auf 15 cm. Ja, und Gewicht hat er circa, ja, der wird schon um die 800-900 Gramm haben. Für das, dass er mich nichts gekostet hat, weil die Materialien sind alles Abfälle, bin ich eigentlich zufrieden. So. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch natürlich freuen. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, die wo neu sind auf meinem Kanal, können den gern kostenlos abonnieren. Das kostet euch nichts
und die Glocke, wenn ihr aktiviert, dann verpasst ihr keins von meinen neuen Videos. Ihr könnt mir auch auf Instagram unter LemmyHawk folgen, da würde ich mich auch freuen. Und wer mag, kann auch zur Bushcraft Intal Gruppe auf Facebook dazugehen. Da würde ich mich natürlich auch freuen. In diesem Sinne, bleibt alle gesund. Bis zum nächsten Mal. Servus, pfiat euch, euer Lemmy.